Das war schon immer die Waffe. Naja, Elektro war von X die Schwäche gegen ihn. Nö, jetzt hat er auch gerade gewunkt. Tja, was sagt ihr das? Das ist Elektro angreifen. Bin gespannt, wie das funktionieren soll. Wie lange willst du heute Abend eigentlich noch machen? Weil es ist jetzt 21.51 Uhr am 19.04. für Wolf. 2020? Der Mutterspiel ja. Erstmal spielen, bevor er. Ich bin One-Hit, wenn ich den anberühre? Ja. Oh. Das könnte es ein kleines bisschen schwieriger machen. Ich glaube X nicht, aber Zero. Was sind eigentlich meine neuen Fähigkeiten? Weiß nicht, irgendwas Tolles. Naja, du hast den Zeitstopper wieder von Dark Dizzy. Wie mache ich den? Das ist auch wieder eine Waffe, die du im Menü auswählst in dem Fall. Und Twin Dream? Weiß ich gerade gar nicht mehr, was das war. War das einfach Soul Body? Ja, ich meine schon. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie man das ausgelöst hat. Den Knopf. Ja, vielleicht mit dem Z-Buster? Mit dem. Ja, genau. Ja, genau, das war die Animation. Hä? Das ist der Timestopper. Ich dachte gerade kurz, er wäre wegen dem Timestopper zusammengefallen. Ja, aber du machst doch einen Haufen Schaden mit deinem Angriff. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mit Zero benutzt zu haben hier, Twin Dream. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich finde es langweilig, dass sie dieselbe Fähigkeit zweimal hintereinander bringen in den Ex-Teil. Na gut, und dann kommen die Schilde aus Mega Man Classic. Ja, aber die Schilde sind jedes Mal anders. Ach echt? Ja. Es ist zwar, die meisten sagen zwar, oh, ist ja voll langweilig, ist ja nur eine Schildfähigkeit, aber die Schilde funktionieren jedes Mal ein Stück anders. Also, das gesagt, dass es ein Klischee ist. Das eine mal blocken sie, das andere parieren sie, dann wieder blockieren sie. Die funktionieren tatsächlich unterschiedlich. Du schießt zum Beispiel das Putzschild, das wird sofort geschossen, sobald du dich bewegst, egal in welche Richtung. Ja, das verschwindet nicht, egal wie viele Gegner es vernichtet. Und du kannst in verschiedene Richtungen schleudern. Genau. Das ist doch interessant. Und, das nächste ist Skybarrier. Skybarrier ist im Grunde verschwindet bei Kontakt. Dann kannst du nicht abfeuern. Und das kannst du auch für Stacheln ja benutzen, gell? Nein. Aber nur Mega Man Maker. Das Original nicht. Genau. Voll blöd. Ja gut. Skybarrier, da musste ich mir auch was ausdenken, damit man das nicht missbraucht in meinem Level. Ja, ich erinnere mich. Mehrere Anläufe hat das gebraucht. Ich erinnere mich, da waren viele Tallys, oder? Nee. Ja. Also zuerst schon, aber das warum, womit du einen später hindern willst, war was anderes. Womit denn? Tja, spiel seine Level. Ach komm, ich hab da keinen Bock drauf. Wieso nicht? Steels Level sind an und für sich ganz gute Geschicklichkeitslevel. Man kann sich über die Optik streiten. Sie. Vom Geschick gleiche ich meiner Priesterin in Orientierung. Ja, dann kann man das ja noch schulen. Nein, da ist Hopfen und Malz verloren. Das gute Bier. Ich hab schon einen ausgegeben. Du hast immer noch keinen ausgegeben. Kuro hat auch schon mal ausgegeben. Sievel und sie sind beide voll schlimm. Ich gebe doch kein Geld für Alkohol aus. Das lass ich ausgeben. Du bist ein Zwerg, du solltest es ausgeben. Sprich ihm doch deine Größe an, er wird sonst wütend. Ich meine, das ist deine Kultur. Übrigens kann ich diesmal das weiße Symbol hinten erkennen. Okay.
Ja. Kann schon erkennen, ich find's nur ein bisschen komisch skaliert. Ja. Dr. Huawei. Ach nee, Moment mal, jetzt habe ich verstanden, wie das aussehen soll. Ah. Das ist doch so weit. Heiß, gell? Ich hab den zweiten Knick früher nicht gesehen. Ich hab den rechten Knick nicht gesehen. Jetzt erkenne ich's. Ich frage jetzt übrigens nochmal, weil ich vorhin keine Antwort bekommen habe. Wie lange wollen wir heute eigentlich noch machen? Bis es morgen ist. Keine Ahnung, wie lange habt ihr denn Zeit? Naja, bei mir wäre es gut, wenn es halt so lange endet. Boah, wie kann ich denn das bitte hier machen? Das ist ja scheiße, Mistio. Ja, da musst du ihm relativ nahe kommen, um ihn da zu treffen. Wenn er zu viel in seinem Körper rumgammelt, dann kann ich ja nichts machen. Außerdem kann ich ihn nur einmal treffen, ohne selbst getroffen zu werden. Ja, hier, was soll das? Das macht Spaß, oder? Nein, dieser Devil macht schon beim X keinen Spaß. Du, ich hab mich gerade ernsthaft gefragt, wo ist jetzt das Auge? Hat das Auge kam an meinen Fuß raus! Ja, was hat denn dein Auge am Fuß? Ehrlich, da hat du so mal recht. Hühnerauge. Guter Antwort. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber schön gleichzeitig. Ja, zwei dumme ein Gedanke. Aber gut, wegen dem müsst ihr ja nicht Schluss machen. Kann ja auch einfach dann gehen, ne, wenn es zu spät wird. Mhm. Bei mir soll es ja nicht hängen, dass es nicht weitergeht. Oh Mann. Er hat doch noch so nervige Fähigkeiten danach, ne? Ja, er könnte sich nochmal so, dass quasi links und rechts zwei Spalten von denen sind und da kommen die so parallel immer zu auf dich. Das war ganz witzig. Und dann war halt auch diese Form der Wily Machine. Opa. Die Wily Machine ist doch eigentlich sein Todesurteil so ziemlich. Boah, der, weil er ihn zu Tode rammt, ne? Nee, ich meinte eigentlich eher, weil er bei der Wally-Maschine zigmal treffbar ist. Ich bin immer ziemlich froh, wenn der endlich in die Wally-Maschine-Phase rübergeht, weil ich dann weiß, okay, er macht ihm wieder das Auge auf und dabei eine leicht auszuweichende Bewegung. Aber ja, irgendwann muss ja der Anspruch für Zero auch mal da sein, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich hatte mich jetzt schon so dran gewöhnt, dass es leicht ist. Tja. Ne? Das ist das Tückische. Nee, nee, der Zero-Durchlauf hat schon so auch seine Stellen. Interessant finde ich hier, aber er schießt bei Zero nur zweimal, bei X dreimal, meine ich. Gut, wahrscheinlich auch deswegen, weil X langsam angreift. Hm.
Da ist aber ein Ex ganz alleine dran steht, der könnte sich immer ein bisschen mehr beeilen. Hätte sich auch einfach den Rücken mit Wasser einsetzen können, damit er ständig einen Aufladenschuss macht. Und ich jetzt so lange aufladen muss. Das ist nervig. Ja. Oh, verdammt. Ja. Wobei das nur die leichte Variante davon war. Ach komm, Mann, jetzt kann ich mich auch umbringen lassen. Viel zu oft getroffen schon in der ersten Runde. Keine Ahnung, vielleicht, wie lange ich mache, vielleicht schaffe ich es aber Sigma und schaffe Sigma auch noch zu besiegen. Gerade habe ich ja Sigma noch halbwegs in Übung. Ja. Ja, das kommt ganz darauf an, wie du dich gegen Rang der Bank der 2 dann anstellst. Du warst schon dein guter Kumpel. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich kann mir nicht lange daran denken, ich zuerst den Sonderplatz machen. Der gute Kumpel, guck mal, Stachel. Da ist aber auch genau der Effekt eingetreten, den ich erwartet hatte, nur so man das erste Mal sieht. Das ist so blödsinnig. Naja, fast sie guck mal, Stacheln tot. Bist du etwa ungeduldig oder so? Ja. Ich sah dich nur so auf der Stelle herumsprinten. Oh Mann! Sie hat gezeigt, sie wissen einfach, wie sie alte Ideen umsetzen. Nicht. Ja, also ich meine, wenn du dann mit X5, 6, 7 und 8 durch bist und ich auch, dann machen wir mal ein Rennen, oder? Vielleicht. Ja, hoffe. Das ist ja so wahnwitzig. Oh. Die Betonung liegt nicht auf witzig. Achtung, was? Einfach nur Achtung. Und so mal krachen Game Over. Okay. Aber wenn du ihn mal so weit hast, dann macht er die Wally Machine, dann ist das gelaufen. Ja, glaub hoffentlich auf. Ich glaube übrigens, ich gehe dann nach dem Versuch, weil ich bin müde. Okay. Was, wieso bist, so, bist du denn müde? Wovon denn? Vom Mitfiebern, Mitleiden. Entschuldigung, dass ich müde werde. Ja, wie kannst du nur? Am Ende schläfst du noch nur so was Let's Plays ein, das wäre mir nie passiert. Ist das mal passiert? Ja. Ich habe sogar mal im Halbschlaf geredet, das hat du so mal dann aber rausgeschnitten, glaube ich. Ja. Nee, ich glaube, ich bin aber auch schon mal eingeschlafen bei Aufnahmen. Muss ich nur einmal. Ich erinnere mich auch noch an eure Übertragung damals zu Dead Space 3, da bin ich auch währenddessen mal eingepennt. Ach, duck dich doch, wenn ich ducken drücke! Zero! Zero braucht... Nö, Steuerungsinput, ja, ja.
Ich kann ihn da gar nicht treffen, was soll der Scheiß? Hier, bring mich um. Ja, diese suizidalen Ansätze, ey. Ach ja. Ja, das war null Chance. Dann Treffer, null Chance, null Bock. Ich bin dann. Genug, deine null Treffer. Ich bin dann für heute erstmal weg. Das heißt, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei null. Ja. Oh, was war das denn, Siro? Das war ein Treffer. Und damit verabschiede ich mich. Gute Nacht. Ja. Eieiei. Oh, Mann. Welcher ist dein Lieblings-Devil-Boss? Der aus Mega Man 1. Ja? Ich finde, das ist der fairste. Ich weiß, er existiert für dich nicht, aber den aus 8 fand ich auch okay. Langsam habe ich jetzt mir gemerkt, was die Muster da können. Zumindest in den ersten zwei Phasen. Ach. Ja, irgendwann fängt man an, sich die Muster zu merken, ne? Das war im Durchlauf ohne alles überlebenswichtig. Das kann ich mir vorstellen. Aua. Die Animationen sind so fucking langsam. Ja, wenn du dann mit X5 mal so komplett so weit durch bist, kann man ja vielleicht mal schauen, dass man ins Auge fasst, irgendwann in Zukunft mal X3 ohne alles aufzunehmen. Mal sehen. Dürfte wirklich ein Game mit einem Spaziergang werden. Na, ich schätze mal, Osama wird sich freuen, X7 zu spielen, weil das ein PlayStation 2 Spiel dann ist. Weil er den anderen Emulator nutzen darf. Ja. Das wird auf jeden Fall einiges besser. Ach, ich bring mich an. Und dann ist es laut Pokus schlimmer als X6. Dann ist der Emulator besser, aber das Spiel nicht. Ja, aber zumindest kann ich es da vernünftig aufnehmen. Es ist halt scheiße, aber vernünftige Scheiße. Ja, so sieht's aus. Dann hast du schon in den ersten 10 Minuten diese Kacksteuerung. Das ist durchaus möglich. Das ist ein PlayStation 2 Spiel. Wie kann die Steuerung so scheiße sein?
Ach ja, ich habe ja jetzt auch Stromabrechnung bekommen von der alten Wohnung. Und ich kriege 146 Euro und 54 Euro zurück. Weil das der Nachmieter verbraucht hat, oder wie? Nein, Idiot. Weil ich kaum in der Wohnung war, die letzten Monate. Und daher wenig verbraucht habe. Das heißt, einmal 50 Euro zahlen hätte gereicht. Ist wieder Troll-Move gerade gewesen. Ja, mir fehlt jetzt auch nicht ein... Gut, eine Möglichkeit gäbe es, ihn da zu treffen. Diese Attacke, mit der du die Projektile von dir wegschießt, um dich herum. Mit der könntest du ihn treffen, wenn er da ist. Ich könnte ihn doch mit Set selber treffen, aber das muss ich so nah rennen, dass es schon tödlich ist. Oh, verfickt. Ja gut, bei der anderen Attacke bist du halt auch so langsam, dass es fraglich ist, ob du da nicht getroffen wirst. Och man. Zero hat neulich irgendwie eine Sprungfeder gefressen, oder warum springt er so viel? Weil ich keine Lust habe auf die Warterei! Dieser Scheißboss hat so viel Warterei in seinem Muster, also so nennen kann. Oh, das hat aber eben gut mehrere Schäden gemacht. Das waren nur zwei Treffer. Das war ein schlechter Run. Oh Gott. Das war genau das, was ich meinte, Xi. Wo das von links und rechts verschiedene Höhen wegkommt.